Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zum F1 Manager 22. Heute zum Training und Qualifying sowie Management zum großen Preis von Jeddah. Nachdem wir letztes Mal ja gegen Ferrari doch gut Punkte geholt haben, 15 Punkte Vorsprung jetzt in der Konstrukteurswertung mit einem wunderschönen Doppelpodium, was wir eingefahren haben, werden wir gucken, dass wir in Jeddah ein mindestens ähnliches Ergebnis einfahren werden. Und dafür gibt es natürlich erstmal ein paar Sachen, die wir hier regeln müssen. Entwicklung können wir gerade natürlich nichts machen. Da werden gerade schon Frontflügel und Unterboden erforscht und naja, mehr wirklich anfertigen können wir an der Stelle auch nicht. Genauso auch tatsächlich Einrichtungen. Wenn ja gerade ein paar geupgradet, die Turnzentrale wird tatsächlich noch vor dem Rennen ankommen, wird uns da ein bisschen mehr Geld wöchentlich geben, weil man muss jetzt halt sagen, dass unsere Finanzen, was das Monatsguthaben angeht, jetzt nicht so unfassbar positiv aussehen. Also klar, 4,2 Millionen ist ja auch so ungefähr mein Monatsgehalt. Damit kommt man schon über die Runden. Aber wir wollen natürlich schon mal ein bisschen mehr haben und deswegen ist das ja schon mal ganz gut, wenn dann durch die Einrichtungen da ein bisschen was mehr reinkommt, auch wenn es nicht so viel ist, nur ein paar Tausend, aber vielleicht hilft uns das ja doch das ein oder andere. Man muss natürlich hierzu dann noch anrechnen, dass die Bonusziele da wahrscheinlich auch noch mit reingehören, die wir uns ja vor einem Rennwochenende immer noch selbst geben. Genau, das ist die Rangliste, die interessiert uns gerade nicht. Vertrauen ist immer noch Mittel. Ich verstehe nicht ganz warum, weil eigentlich sind, wie gesagt, hier haben wir ja ein gutes Ergebnis eingefahren. Und die Ziele haben wir eigentlich auch soweit ganz gut erfüllt. Aber naja, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Wie gesagt, am Auto können wir sonst nichts machen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier vielleicht direkt weiter. Wir können uns vielleicht noch mal eine Sache anschauen in den Einrichtungen. Nämlich. Genau, wir könnten gucken, dass wir die Teamzentrale vielleicht upgraden. Erhöht die Moral ein bisschen, erhöht den wöchentlichen Erfahrungszuwachs. Kostet aber halt auch ein bisschen was, ne? Wobei, da wäre hier das natürlich ein bisschen smarter sogar, den Rennsimulator zu upgraden direkt. Bringt uns halt mehr Erfahrung für die Fahrer und gerade Vettel bräuchte halt schon eigentlich ein bisschen mehr Power. Deswegen, komm, besserer Rennsimulator. Warum nicht? Wir haben die Kohle. 6,3 Millionen haben wir noch, das heißt, jetzt müssen wir aber wirklich kurz ein, zwei Rennen sparen. Aber das können wir auch, wie gesagt, jetzt wird ja einiges geupgradet. Genau, das hier ist jetzt fertig. Das gibt uns, wie viel mehr wöchentlich? 4000 mehr pro Woche, 2000 kostet es uns im Monat mehr, das heißt, 4 Wochen pro Monat ungefähr. Sind wir bei 4, 16. Also ja, 14.000 im Monat, die uns das Ganze ungefähr mehr gibt. Ist nicht viel. Aber immerhin ein bisschen was. Kann er da vielleicht mal schauen, was kostet direkt das nächste Upgrade? Nur 300.000. Bringt uns dann nochmal 6.500 mehr pro Woche. Ja komm, da gehen wir auch direkt rein. Das kostet nur 300.000. Wir wollen unsere Finanzen nach oben schieben. Und genau deswegen gehen wir da einfach mal direkt rein. So, genau. Rennvorschau und so. Das interessiert uns gerade nicht so wirklich, ehrlicherweise. Leistungsvorgaben. Qualifying-Rang. Ich würde sagen, Top 5 mit beiden nehmen wir mal als Ziel. Und auch Q3 mit beiden. Das kriegen wir, glaube ich, beides relativ easy hin. Im Rennen Zielplatzierung. Beide Fahrer in den Top 4. Ich würde sagen, da haben wir in Bahrain gut gesehen, das können wir schaffen. Würde uns einiges nochmal dann zusätzlich geben. Genau, das hier läuft auch noch alles. Also, ja, können wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld hier in dem Rennen machen, selbstverständlich. Das heißt, wir gehen rein nach Jeddah und machen mal ganz fix das Training, dass wir uns hier ein schönes Setup zusammenbauen. Das sollte ja an sich auch nicht gut funktionieren. Regnen wird es nicht. Das ist natürlich auch immer freudig zu sehen, auch wenn ich damit hier in Jeddah ehrlicherweise sowieso nicht so ganz gerecht hätte, muss ich an der Stelle mal ganz klar sagen. So, da ist natürlich eine Strecke, da willst du Speed auf der Geraden haben. Und ja, ihr wisst, wie ich das mache. Ich im Regelfall lasse die nur erstmal die Flügel abändern am Anfang. So wie ich das halt auch im Spiel machen würde, tendenziell. Sowas wie Sturz und so machen wir dann ja alles erst in FP2 und FP3. Oder in FP1 selber noch. Aber halt nicht davor, weil das stellt sie halt random ein. Also nicht random, aber ist halt nicht so klar einsichtig, weil die Fahrer ja doch auch da ein bisschen andere
ein bisschen andere Vorlieben haben, kann man sagen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt über die nächsten paar Rennen wirklich direkt sehen, dass Vettel ein bisschen besser reinkommt oder nicht. Würde mich mal auf jeden Fall sehr interessieren, ob das Ganze schon relativ deutlich zu sehen sein wird. Wäre natürlich gut im Endeffekt. Das Ding ist, Vettel wird von der Wertung her an sich nicht wirklich krass mehr gewinnen. Dadurch, dass er halt schon ein geringes Wachstumpotenzial hat, wird da halt nicht so viel passieren, muss man sagen. Aber ja, kann natürlich trotzdem sein, gerade durch den besseren Rennsimulator, dass er dort da nochmal ein bisschen mehr gewinnt. Zumal man ja auch sagen muss tatsächlich, dass klar, Verstappen ist besser, ist natürlich aber auch deutlich mehr oben an Limit schon dran. Was den Wert angeht. Also vielleicht braucht Verstappen auch einfach mehr EP, um noch einen Wachstumspunkt zu bekommen überhaupt. Das kann natürlich auch sein. Knapp mit Verstappen da. Das ist sehr bedauerlich natürlich. Also nicht für uns, sondern für Alpine, aber Alter, Verstappen fliegt aber auch. Also Vettel ist gerade da bei den Ferraris. Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Verstappen fliegt einfach gerade. Traumhaft. Copy. Alright. Ja, schau mal, wie das Ganze hier weitergeht jetzt demnächst. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis die an die Box kommen. Damit wir da unser Feedback uns einholen können. Jawohl, traumhaft. Unfall mit mehreren Autos, tragisch. Ja, und das sieht doch alles schon mal wahnsinnig traumhaft aus. Ich würde sagen, da kriegst du erstmal auf jeden Fall ein bisschen mehr Frontflügel. So ein kleines bisschen. Heckflügel haben wir ganz gut getroffen tatsächlich. Da würde ich gar nichts mehr verändern. Wird man vielleicht noch mal ein bisschen was hier machen. Und dann probier das mit dem Setup. Ja, 30 Minuten. Ja, gut, 17 Runden wirst du nicht ganz schaffen, aber kannst trotzdem mal versuchen rauszufahren. Und bei Vettel haben wir alles getroffen. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, auch hier einfach mal sehr extreme Einstellungen jetzt für den Anfang. Ich sag mal so, schlechter kann es nicht werden. Irgendwas werden wir treffen. So, Ricciardo ist raus. Da sind Wagen auf der Strecke aneinander geraten. Ja, gucken wir uns mal an, was da passiert ist. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Mit Hamilton dahinter. Nee, Russell, pardon. Ah ja. Und da ist die Kollision. Sie verursacht ein fürchterliches Gemetzel. Ein fürchterliches Gemetzel, so ist es. Ja gut, Virtual Safety Car für uns irrelevant, wenn wir gerade das Setup umstellen. Krass, also in der Realität würde da ja eine Red Flag kommen. Es gibt ja rote Flaggen im Spiel, also so ist ja nicht. Aber hatten wir bisher, ich hatte einmal im Stream eine. Ansonsten tatsächlich nicht bisher. Auch interessant. Aber ja, wir sehen jetzt hier gerade auf jeden Fall, dass Vettel auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück weiter weg ist von Hamilton. Was auch schon mal so gut ist, wenn Vettel halt wirklich eventuell ein bisschen näher rankommt, die Ferraris unter Druck setzen kann, dann haben wir damit ja schon mal viel gewonnen. Langfristiges Ziel wäre für mich natürlich persönlich betrachtet, Vettel zum Weltmeister zu machen. Aber ich denke aktuell, oh, jetzt haben wir den Red Flag gerade angesprochen. Okay. Und das Practice geht gar nicht weiter. Okay, das ist jetzt natürlich nicht ganz optimal. Den Unfall sehen wir jetzt auch natürlich gar nicht mehr. Okay, da müssen wir jetzt halt hier, ja, Feedback haben wir halt quasi keins. Aber das, was wir haben, kann man ja schon mal nochmal ein bisschen weiter angehen hier. Genau, dann machen wir es mal so in etwa. Wie gesagt, den Unfall sehen wir jetzt leider nicht. Aber natürlich grundlegend nicht
optimal, dass wir jetzt hier halt weniger Zeit haben. Aber gut, das haben natürlich alle jetzt. Wir haben jetzt alle nicht so die meiste Zeit in der Ferne verbringen können. Aber krass, 20 Minuten hatten wir ja noch auf der Uhr eigentlich. Hilfe! Was war das für ein Sound? Auch interessant. So, Verstappen erstmal Gasti vor sich. Traumhaft. Und Vettel hat Tsunoda jetzt vor sich. Sehr gut. Eieiei. Die Alpha Tauris, die machen es uns nicht leicht. Von Vettel kriegen wir deutlich früher Feedback tatsächlich. Dann soll Vettel mal direkt zurück an die Box kommen. Damit wir direkt das Setup nochmal überarbeiten können. Genau, weil hier haben wir noch ein paar Sachen auf jeden Fall, die nicht optimal sind, wo wir jetzt gerade halt mal an der Spur ein bisschen was nochmal abändern. Stabi vielleicht sogar nochmal eine kleine Nummer weicher. Dann tendenziell. Genau, das hier mal zumindest so weit zurückdrehen, dass wir hier wieder im optimalen Bereich sind. Und dann könnte das eventuell keine schlechte Sache sein. Lass mal dich jetzt mal noch 15 Runden auf den Reifen fahren. Verstappen deklassiert, aber die Ferrari ist gerade hart, ne? Wahnsinn. Also ich glaube, wir werden gute Chancen für den Titel haben. Wenn Verstappen halt so weitermacht, das ist natürlich die große Frage, ob er das macht oder nicht. Vettel hat jetzt erstmal freie Fahrt, ist an der Tiefe vorbei. Sehr schön, das wollen wir sehen. Hat jetzt Alonso vor sich, traumhaft. Verstappen hat Alonso da. Okay. Genau, Verstappen, lassen wir das aber mal kurz zu Ende fahren. Ja, copy. Das auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt haut Leclerc aber gerade einen raus, wobei Verstappen halt auch einfach keine Zeiten setzen kann. Schon wieder ein Unfall. Carlos. Ja, wahrscheinlich nicht seins, aber wer war es dann? Leclerc, der andere Ferrari. Gut für uns natürlich, das kostet Ferrari Geld. Locker in die letzte Kurve rein. Oh, ein schlimmer Unfall. Naja. Ein dummer Unfall, ja, aber schlimm war er jetzt nicht. Na, Max kommt mal zurück. Traumhaft. Was haben wir getroffen und was nicht? Flügel haben wir so halb. Bremsstabilität haben wir auch hier gar nicht. Dann wollen wir auch hier. Ich glaube, es vielleicht sogar nochmal einen Tacken weicher einstellen. Ich weiß halt nicht, ob du mehr Frontflügel willst oder weniger. Könnte sogar sein, dass du weniger willst, aber wir probieren mal mehr. Gucken wir mal. Moment, jetzt müssen wir aber hier das nochmal kurz angehen. Ja, wir werden es ja sehen, ob der Frontflügel passt oder nicht. So, bitte einfach keine rote Flagge diesmal. Das wäre traumhaft. VSC, nein, wir werden Vettel nicht reinholen. Wird gleich die Meldung kommen, oder? Ja. Gerade hat sich ein Unfall ereignet. Schau wieder. Unterm VSC. Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Ich meine, hey, wenn Mercedes und Ferrari sich hier die Unfälle gönnen und gegenseitig die Karren kaputt schauen, dann bin ich der Letzte, der sich beschwert. Sag ich, wie es ist. Also, nehmen wir mit. Das ist im Endeffekt nur gut für uns. Da brauchen wir nichts anderes sagen, auf jeden Fall. So, genau, jetzt darf ich Stopp noch ein paar Runden fahren. Bei Vettel haben wir schon mal ein gutes Setup gebaut. Sehr schön. Well done. Car was great. Heißt, wir wollen jetzt auch Vettel rein. Überarbeiten das Setup nochmal an ein, zwei Stellen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr noch erreichen können. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus.
Dann werden wir mal Sturz eventuell nochmal einen Tacken anpassen. Und mal schauen, wie sich das jetzt auswirken wird. Ob wir damit besser dastehen oder nicht, aber ich denke, mit Vettel werden wir ein optimales Setup hinkriegen. Wobei, dadurch, dass wir FP1 nicht haben, oder FP1 nicht hatten, besser gesagt, wird dann natürlich eng. Wir können quasi nur noch einmal, glaube ich, Setup überarbeiten. Aber ja, wir kriegen da schon hin, irgendwie. Vettel ist halt immer noch nicht ansatzweise dabei Verstappen, aber wie gesagt, er ist gerade zumindest ein bisschen weiter weg von Mercedes, Alonso und so, Bottas, also immerhin, das ist ja schon mal eine feine Sache. Wenn die uns da im Rennen nicht nerven, weil klar, im Bahrain im Rennen hat er mit uns geholfen. Aber wir haben halt auch im Nachhinein gesehen, dass wir eigentlich eine deutlich bessere Pace hatten als Hamilton im Rennen, also ja, muss man abwarten. Genau, Verstappen lassen wir jetzt mal draußen tatsächlich. Der soll mal noch Streckenerfahrung sammeln. Krass, dass Vettel da so viel weniger sammelt. Bin natürlich dann auch für die Pace rein, aber wundert mich. Das ist ja, also das ist ja not even close. Alles gut, Max. Understood, Max, thank you. Okay, heißt aber die Reifen halten. Nein. Heißt aber die Reifen halten nicht so wahnsinnig lang, wie wir sehen. Okay. Auch good to know auf jeden Fall. So, dann müssen die Bremsstabilität eigentlich noch weiter hier rüberbringen. Das kriegen wir fast nur über den Radsturz nochmal hin. Weiß ich nicht, das könnte gut sein. Verstappen wird jetzt halt nicht mehr rausfahren können oder nicht mehr viele Runden fahren können. Ne, er wird gar nicht mehr rausfahren, okay. Aber gut. How's the balance? How's the balance? Bei Vettel aber jetzt schon mal zumindest kein schlechtes Setup. Yeah. Und ich denke auch bei Verstappen werden wir ganz gut am Start sein eigentlich. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Lasse mit einer Grid Penalty, nehmen wir auch mit. Hallo, und hallo, richtig. So, was sagt denn dann Vettel Setup? 97% gerade. Okay. Das heißt, wir brauchen minimal mehr Übersteuern. Genau, das war ja das, wie wir es vorher hatten. Wir brauchen da, wie gesagt, nur minimal mehr. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir minimal mehr hin? Wahrscheinlich gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Ne, nicht über Stabi. Dann wird die Traktion nicht mehr passen. Dann wird das hier nur noch großartig sein, denke ich. Was? Ich glaube, wir nehmen die 97% einfach. Wir nehmen die 97% beim Setup und lassen Vettel jetzt einfach zwei längere Stints fahren. Bei Verstappen, genau, haben wir jetzt beim Setup noch gar nichts an neuen Infos. Lassen wir ihn aber auch auf jeden Fall auf Mediums erstmal rausfahren. Da sollen die beiden jetzt erstmal ihre Runden knallen. Vielleicht erfahren wir jetzt bei Verstappen noch mal ein bisschen was. Das wäre gut, weil bei Verstappen haben wir jetzt halt noch gar keine Infos. Zum aktuellen Setup, aber wie gesagt, ich denke, bei Vettel ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Setup so zu nehmen. Der soll jetzt noch Streckenerfahrung sammeln.
Das ist da auf jeden Fall das Wichtigste, kann man sagen. So, beide von uns jetzt auch am Verkehr vorbei. Ne, fährt direkt noch hinter Latifi. Ist jetzt dran vorbei, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Boah, gute Zeit von Vettel gerade. Wie er da gefahren ist. Verstappen legt nochmal nach. Okay, also ich denke, es wird doch relativ knapp zwischen uns und den Ferraris. Also zwischen Verstappen und den Ferraris. Aber wir sehen bei Vettel auf jeden Fall einen Fortschritt. Jetzt schon. Ich glaube wirklich, dass es im Spiel auch so eine unsichtbare Eingewöhnungsphase gibt. Könnte ich mir gut vorstellen. Das hatte ich ja auch in meiner privaten Ferrari-Karriere, dass er da halt zwei, drei Rennen gebraucht hat. Und dann ging es aber. Und wie wir gerade sehen, sieht das schon mal ganz gut aus. Klar, kommt natürlich dann auch gleich nochmal drauf an. Quali ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Da kann es so gut sein, dass da nochmal ein bisschen was schief gehen wird. Okay, da kriegen wir zumindest das Übersteuer noch auf perfekt hin. Genau, dann sollte das eigentlich gut passen. Und Vettel, wie gesagt, das Setup nehmen wir einfach so. Darf jetzt nochmal, so lange wie er kann, auf den Softs ein paar Runden fahren. Und soll da mal sich die Streckenerfahrung gönnen. Das kriegt er hin. Wir lassen ihn aber mal ein bisschen die Reifen schonen. Ansonsten werden die nicht 20 Runden durchhalten. Da soll jetzt ein bisschen Reifen sparen fahren. Und bei Verstappen müssen wir jetzt hoffen, dass wir genug Setup-Daten kriegen. Aber ich denke schon, 28 Minuten sollten eigentlich reichen, dass wir das Setup gut ausarbeiten hier. Ja, okay, wir sehen, die Softs schmelzen echt. Also es gibt natürlich dann hier in dem Rennen, würde ich auch sagen, die Möglichkeit zu 2-Stop. Mit einfach zwei ultra-aggressiven Stints. Aber ich denke, die 1-Stop wird auch hier besser sein. Oder natürlich irgendwie medium-hard, medium oder so. Keine Ahnung, ob man sowas machen kann. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber die Softreifen sind fürs Rennen, glaube ich, nicht so sinnvoll. Würde ich jetzt mal sagen, auf den ersten Blick. Weil, wie gesagt, lange halten die nicht. Wobei, wir fahren ja auch nicht viele Runden, muss man sagen, ne? Also sind da 50. Ja, 50 Runden, genau. Ja, okay, okay, okay. Ja, doch, Feedback von Verstappen kriegen wir. Sehr schön. Stehen zumindest gerade schon bei 4 von 5. Und ich denke, 5 von 5 wird gleich kommen. Und es müsste eigentlich auch mindestens bei 97% sein. Lockup von Vettel, aber ohne Schaden, hoffe ich jetzt einfach mal. Die Räder haben wohl blockiert. Sehen wir uns das mal an. Wir sehen nochmals hin. Sebastian Vettel war da verwickelt. Und ja, da blockieren die Räder. Ja, gut. Okay, passiert. Alles gut. Passiert hoffentlich im Rennen, nur bitte nicht. Und bei Verstappen jetzt sogar ein optimales Setup. Sehr schön. Ja, roger that. Sehr, sehr schön. Ah, Vettel, pass mal ein bisschen auf hier. Tragisch. So, beide haben jetzt auch eine ganz gute Track-Experience. Also ich sag mal, das sieht nicht schlecht aus. Das hier sieht gar nicht schlecht aus. Ja, die letzten Runden waren gut. Also klar, wir könnten jetzt hier natürlich nochmal über den Frontflügel das Ganze den noch ein bisschen runterdrehen, aber ich bin ehrlich, also dieses Setup nicht zu nehmen, wäre dumm, einfach. Genauso auch bei Vettel. Genau, Russell hat eh eine Grid Penalty. Wir haben alle Leistungsboni für das Rennen. Sehr schön. Ja,
wenn man sich die Werte halt einfach mal anschaut. Also Vettel hat eine deutlich bessere Reaktion. Aber ansonsten Verstappen einfach 19 Punkte bei Bremsen mehr. Eieiei, okay. Kontrolle ist relativ ähnlich. Genauigkeit hat Verstappen 14 mehr. Kurvengeschwindigkeit hat er auch 19 mehr, also das ist krass. Da müssen wir mit Vettel auf jeden Fall einiges machen, um ihn auf das Level zu bringen. Ja, mal schauen. Kriegen wir hin, bestimmt irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Genau, wir lassen euch beide eine Runde auf Soft fahren, das ist ja relativ geschmeidig. Und wir lassen die beide aber direkt am Ende fahren. Das wird ja reichen. Wobei, wenn der Red Flag kommt, dann soll sie jetzt über eine Runde fahren und halt am Ende nochmal auf den alten Reifen. Weil wie gesagt, ich denke eh, die Softs willst du hier nicht fahren. Okay, werden auch nicht aufgehalten, sehr schön. Können beide einfach eine geschmeidige Zeit setzen. Und die wird reichen. Also keine Chance, dass das nicht funktioniert. Okay, Vettel eine halbe Sekunde gerade dahinter. Eine halbe Sekunde ist weniger als in Bahrain. Bei einer ähnlichen Streckenlänge. Das ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Und zwar gar nicht mal ein kleiner. Ich glaube, das sind wirklich so... Ich glaube, es waren 7/10 ungefähr der Unterschied in Bahrain. Also klar, Vettel ist noch nicht dran. Aber wenn der Fortschritt halt so weitergeht, dann wird es natürlich noch ein bisschen dauern. Aber... Es wird... Es wird, bin ich mir relativ sicher. Wie gesagt, wir bleiben drin. Auch wenn halt jetzt alle nochmal rausfahren, aber dann machen die sich halt deren Reifen kaputt. Das ist uns irrelevant. Sainz hängt jetzt auch hinter Ricciardo, also der wird keine bessere Zeit fahren. Hat Ferrari ihn gut rausgeschickt, definitiv. Ja, der Leclerc gönnt sich die schnellste Runde, soll er machen. Irrelevant für uns. Ja, wir sind knapp weiter. Aston Martin, Williams und Ricciardo ausgeschieden, okay. Ja gut. Kurz bei damit und ich würde sagen, hier machen wir es halt genau gleich eigentlich. Mit dem Unterschied, dass wir euch hier auf dem alten Reifen jetzt erstmal fahren lassen am Anfang. Falls ihr es brauchen, könnt ihr auf dem frischen Reifen fahren. Ich schätze Rundenzeit 1,30. What? Weil der Reifen ein bisschen angefahren ist, glaube ich das selber nicht. Wie gesagt, vielleicht müssen sie aber eh nochmal fahren. Wenn sie aufgehalten werden, aber wenn sie nicht aufgehalten werden, dann wird der Reifen halt easy reichen. Ja, sie können beide pushen. Sehr frei, sehr gut. Ja, easy. Ähnliche Zeit von Verstappen wie gerade, wenn nicht sogar die gleiche. Weiß ich gerade gar nicht. Vettel wieder knapp eine halbe Sekunde dahinter. Bei Ferrari werden wir jetzt sehen können, ob die in frischen Reifen fahren oder nicht. Das können wir hier leider... Doch, hier können wir es sehen. Der Ferrari auch mit alten Reifen rausgefahren. Also die fahren genau die gleiche Taktik. Ist ja auch das einzig Sinnvolle. Alle sind mit alten Reifen erstmal tief gefahren. Interessant. Leclerc und Verstappen zeitgleich, aber ja, wie gesagt, da... Da passiert nichts. That's it for the session. Russell ist in der Box geblieben. Also Russell startet von P17 oder sowas. Super weit hinten. Krass. Ja, nice. Gut für uns. Damit in Q3 mit zwei frischen Reifen. Oder mit sogar vier frischen Reifen. Wir werden halt mit zwei frischen Reifen ins Rennen gehen. Rein ins Qualifying, Max. Gönn dir die Pole. Oder Vettel. Aber ich glaube, dafür ist Vettel noch nicht on pace genug. Da fehlt noch ein bisschen was, glaube ich. Alonso könnte ein Problem werden. Alonso wird ein Problem werden. Jetzt nicht das Krasseste, wobei Vettel da, denke ich, wenn ich mir die Zeit anschaue, schon gut aufgehalten. So, frische Reifen. Und da lassen wir euch am Ende nochmal fahren. Also ja, Vettel, bin ich mir ziemlich sicher, wird von Alonso da aufgehalten.
Ich weiß nicht, kann ich mir die Sektorenzeiten einzeln anschauen? Ja. Mittelsektor. Ja, Mittelsektor hat jetzt so viel verloren, Vettel. Gerade auf Verstappen da 7/10 im Mittelsektor. Also da wird er aufgehalten worden sein, 100 Pro. Eiskalter Betrug hier, ich sag's euch. Jawohl, sehr gut. Dürfte eine gute Lücke sein. Und jetzt will ich was sehen. Max, komm, 2000. Jawohl, ja. Traumhaft. Pole Position. Leclerc schnellster in Q1. Leclerc schnellster in Q2. Verstappen schnellster in Q3. So wie es aussieht. So, guck mal, Leclerc hat sogar seine Zeit aus Q2 1:1 wiederholt hier gerade. Also das ist schon interessant, definitiv, kann man sagen. Aber ja, wie gesagt, Vettel ist auf jeden Fall ein Stück näher dran, definitiv. Ist jetzt klar, immer noch 5/10 ist nicht wenig, aber wie gesagt, ich meine, es waren 7/10 in Bahrain. Und die Strecken sind ja von der Zeit her relativ ähnlich, deswegen, da ging es ein bisschen nach vorne, hat jetzt auch 13 knapp auf Hamilton. Damit kann man auf jeden Fall ins Rennen gehen. Ich glaube trotzdem, dass Verstappen in dem Rennen deutlich mehr Probleme mit den Ferraris haben wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Müssen wir mal schauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, meine Damen und Herren, das wäre es dann mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über euch nach oben sehen, Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!